chapter 1, sin and salvation, and we are in our fourth lesson. The lesson, this fourth section, is it's by grace through faith. So, wir sind immer noch im ersten Kapitel über Sünde und Erlösung, aber jetzt sind wir schon am vierten Abschnitt. We've been talking about sin, the origin of sin, the consequences of sin in our last videos. Und im letzten Video haben wir über den Ursprung der Sünde und die Konsequenzen gesprochen. And then we looked at God's solution for sin, which was Jesus Christ. Und dann haben wir über die Lösung Gottes gesprochen, und das ist Jesus Christus. And now we're looking at the way of salvation, and the title is again, it's by grace through faith. Und jetzt schauen wir wieder auf die Lösungen Gottes, und es ist Gnade durch Glauben. So here's a question that I would ask. Is it possible to be saved by our own good works? Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Kann sich jemand durch seine eigenen guten Werke erlösen? Well, let's see what the Bible says about how we are saved. Und jetzt schauen wir mal, was die Bibel sagt, wie wir gerettet werden können. And you can turn to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Und du kannst jetzt da in den Epheserbrief gehen, Kapitel 2, Vers 8 und 9. And it says that is, for by grace you have been saved through faith. And this not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ja, und da heißt es im Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So there we see clearly, it is by grace through faith that we are saved. Und das hier sehen wir ganz klar, es ist aus Gnade durch Glauben. Not by good works. You're not saved by good works. Keiner kann sich selbst erretten durch gute Werke. So is it possible to be saved by keeping the law? So ist es möglich, errettet zu werden, indem man sich ganz streng an die Gesetze Gottes hält. The answer is no. Die Antwort ist ganz klar, nein. Romans chapter 3 verse 20. In Römer 3:20 heißt es. It talks about what the law does for us. Und es sagt uns dort, was das Gesetz tut. It tells us that by the law is the knowledge of sin. Und es heißt, dass durch das Gesetz werden wir erst bewusst unserer Sünde. When there's a law, we come to know what sin is. Wenn wo irgendwo Gesetze sind, dann wissen wir, wo ist die Sünde. You know, I wouldn't know what speeding is in my car as I drive down the road until I see a speed limit sign. When the law comes, then I know what sin is. Und ich wüsste zum Beispiel nicht, was die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße ist, wenn nicht immer wieder ein Zeichen wäre von 30, 50, 80, 100 Kilometer. You see, God puts boundaries in place, and when we cross them, that's sin. Wisst ihr, Gott gibt Grenzen in unsere Wege oder ein Nein, so dass wir wissen, was Sünde ist. So the law can't save us, it only reveals our sin. So das Gesetz kann uns nicht retten. Es kann uns nur unsere Sünde offenbaren. But what does God's grace teach a believer? Aber was lehrt die Gnade Gottes uns? It teaches us to live right. Und die Gnade Gottes lehrt uns, richtig zu leben. In Titus chapter 2, verse 11 and 12. Titus 2, 11 und 12 lesen wir. It's talking about the grace of God, and it says that it teaches us to deny ungodliness and worldly lust, that we should live soberly, righteously, and godly. That is what God's grace teaches the believer. So in Titus 2, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus erwarten. So God's grace teaches us to live right. Die Gnade Gottes lehrt uns, richtig zu leben.
Titus chapter 3 verse 4 and 5 tells us. Und im Titus 3 Kapitel 3 4 und 5 heißt es lesen wir davon. It's because of his kindness and his love. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht werden. And verse 5 it says it's according to his mercy. He had mercy on us. He didn't want to see us going to eternal judgment. He said, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Why did Paul tell the Romans, what did he tell them they must do to be saved? And that's for us as well. What must we do to be saved? Was hat er den Römern gesagt, was sie tun müssen, um gerettet zu werden? And I love these verses. They were some of the first verses I ever read in the Bible, in the New Testament. Und es waren einige der ersten Verse, die ich je im Neuen Testament gelesen habe. In Romans chapter 10, verse 9 and 10, it tells us that we must confess and believe. Im Römer 10, 9 heißt es, das ist das Wort des Glaubens. Dass wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. It tells us that if we confess with our mouth the Lord Jesus and believe in our heart, that we will be saved. Denn in Römer 10 heißt es denn auch noch weiter, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Well, it talks about confession and believing. Es spricht hier über unser Bekennen und unseren Glauben. Well, when we confess, what should all who confess Jesus as Lord do? Und wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen, was sollen wir tun? What does it mean to confess the Lord Jesus? Was bedeutet es, den Herrn Jesus Christus zu bekennen? And we use the Bible to interpret the Bible. Und wir nehmen die Bibel, um die Bibel zu übersetzen. In Luke chapter 6, verse 46. In Lukas 6, 46, 46. The people who confess Jesus as Lord, what they should do is obey. Und was die Menschen, die Jesus bekennen, tun sollen. It says, do the things which I say. That's Jesus. He's talking. He said, hey, look, you must do the things that I say if you're going to confess me as Lord. Ja, was nennt ihr mich aber, das ist in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. So, it talks about obedience. Ja, but can I read about the house? This is sure, good. Yes. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jedes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf dem Felsen gegründet. 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2. Timotheus. It ja. Says, let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. That means stop sin. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. If you're going to confess Jesus as Lord, wenn du den Herrn Jesus als deinen Herrn bekennst, that will be shown by obedience to him, das wird dir gezeigt dann durch Gehorsam. A departing from iniquity or a leaving of sin, und stopping das, sin. Dass du dich von Sünde abwendest. Now we're going to go to 1 Corinthians chapter 15. Und jetzt schauen wir noch 1. Korinther Vers 15 an. And verse 14 to 19. Und zwar 15, 14 bis 19. And we're going to see about the significance of the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ja, und hier sehen wir die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu Christi vom Toten. The resurrection of Jesus Christ is essential to believe that as a Christian. Und die Auferstehung, an die Auferstehung müssen wir glauben. Das ist ein Grundstein unseres Glaubens. And then it also tells in the Bible, what if there was no resurrection? A hypothetical. Then what would have happened? Also, was wäre, wenn es keine Auferstehung gegeben hätte? Was hätte wäre dann passiert? Well, let's read and see. So 1 Corinthians chapter 15, verse 14, it says, and if Christ is not risen, this is a hypothetical question, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Schaut einmal nach in 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube.
So here we see that if there's no resurrection, then our faith is empty. Wir sehen, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Glaube inhaltslos. Dann sind wir alles Lügner. Verse 15 goes on. Und im Vers 15 lesen wir weiter. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. If there's no resurrection, then we are liars. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir Lügner. The good thing is, there is a resurrection. Let's read verse 16. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. Verse 17. And if Christ is not risen, your faith is futile. Amen. You are still in your sins. Verse 18. Then also those who have fallen asleep, that means they've died, in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. So here we see that if there was no resurrection, hier sehen wir, wenn es keine Auferstehung von Jesus Christus gegeben hätte, then our faith is vain or empty. Dann ist unser Glaube total leer. The problem of sin still remains. Dann ist immer noch das Problem der Sünde vorhanden. And those that have perished, they have no hope. If you've died, you have no hope for lost relatives or others. They would have no hope. Und für alle Menschen, die gestorben sind, hätten wir keinerlei Hoffnung. And we would be most pitiable or in a very pathetic situation. Und wir wären die elendsten Menschen. But the good news is Jesus did rise from the dead. Aber die frohe Botschaft ist, Jesus ist auferstanden vom Toten. It's the most documented thing in human history that you could go back and prove it to be true. Das ist das fundamentierteste, die fundamentierteste Wahrheit in der menschlichen Geschichte, dass Jesus Christus auferstanden ist. You see, we are dead in sin. Ja, wir sind tot in Sünde. And we can't save ourselves. Und wir können uns nicht selbst retten. Regardless of who we are, we need a savior. Ganz gleich, wer wir sind, wir brauchen einen and you Erlöser. Are not your own savior. Und du bist nicht dein eigener Erlöser. Your good works cannot save you. Und deine guten Werke können dich nicht retten. Jesus Christ is the only true savior. Jesus Christus ist der einzig wahrhaftige Erlöser. By receiving Jesus und as Lord and Savior, indem du Jesus als deinen Herrn und Meister aufnimmst, we can be saved from sin and its consequences. Können wir von der Sünde errettet werden und allen Folgen. Our salvation is based on what Jesus did for us, not what we do for him. Und unser ganzes Vertrauen liegt darin, was Jesus für uns getan hat, nicht was wir für ihn tun. This is such an important point. Let me repeat it again. Lass mich das noch einmal wiederholen, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt. Because all religions get this wrong. Denn alle anderen Religionen haben, sie liegen da daneben. Okay, our salvation is based on what Jesus did for us. Unsere Errettung und Hoffnung besteht darin, was Jesus für uns getan hat. What God did for us. Was Gott für uns getan hat. Not what I do for God. Aber nicht, was ich für ihn tue. That's why it is by grace through faith. Drum heißt es im Wort Gottes, wir sind durch Gnade und Glauben gerettet. So in order to receive salvation. So um Rettung, Erlösung zu empfangen. We must realize we are sinners. Müssen wir mal erkennen, wir sind Sünder. We are without excuse. Wir haben keine Entschuldigung. Only through the cross of Jesus Christ can we be saved. Oh, nur durch das Kreuz Jesu können wir errettet werden. That should be our conclusion from this chapter, these four sections we have gone through. Und das sollte jetzt der krönende Abschluss sein von diesen vier YouTubes, die wir jetzt gemacht haben. And then we must recognize, our second step, we must recognize that Jesus is the only Savior and Lord. Und dann müssen wir erkennen in unserem Geist, dass Jesus der einzige Erlöser und Herr dieser Welt ist. Here I go giving you a preview of chapter 2. You'll have to tune in for our next chapter where we talk more about that. Und jetzt habe ich dir schon ein bisschen Vorgeschmack gegeben für unser nächstes Kapitel. And now here comes
the way you should respond. Und jetzt sage ich euch noch, wie du darauf reagieren solltest. Respond as the original disciples of Jesus Christ did. Und bitte habt dieselbe Einstellung, wie die ursprünglichen Jünger Jesu es getan haben. They turned from their sin. Sie sind von ihrer Sünde, haben sich abgewandt von ihrer and Sünde. They put their faith in Jesus Christ. Und haben ihren ganzen Glauben in Jesus Christus gelegt. Und vertrauen ihm allein für die Erlösung. But again, that will be covered in our next chapters. Aber das, darüber werden wir sprechen in unserem nächsten Kapitel, wieder mit vier Sektionen. And that is the end of our lesson about sin and salvation. Und das ist jetzt das Ende über unsere Verkündigung von Sünde und Erlösung. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, v'lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavaot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zechariah 4:6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen.